Und das geht jedem so. Ja. Früher oder später kommen wir alle an die Schranke der Wahrheit und müssen uns zu uns selbst führen. Wir müssen also erkennen, was die Fehler sind und diese umstellen, weil sonst werden wir diese Erde ganz schnell wieder verlassen. Herzlich willkommen zur Gesundheit mit Florian Sauer. Und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Folge 17. Wow, Folge 17. Wir sind schon ganz schön weit, Florian. Und heute geht es um das Thema Fressattacken. Ein Thema, mit dem wir natürlich überhaupt nichts zu tun haben. Denn wir essen immer gesund, Florian. Wir sind heilig quasi und hören nach der Organuhr abends um 18 Uhr auf und fangen erst morgens um 11 wieder an mit Essen. Ja. Genau, wer es glaubt, wird selig. Ganz so ist es nicht, aber dieses prägnante Thema, Andreas, da müssten wir glatt mal 15 Jahre zurückgehen, weil ich glaube, das war so für mich die krasseste Zeit meiner Entwicklung, auch wo es mir dann nachfolgend am schlechtesten ging, wo ich am meisten den Emotional Eating Symptomen unterlegen war. Also ich habe mich mit allen möglichen Junkfood vollgehauen und wusste gar nicht warum. Ja, Emotion Eating, also Essen nach Emotionen. Es ist ja ganz spannend. Also erzähl doch mal ein bisschen von dir, wie das da so früher war, weil viele wissen ja, was du so jetzt machst und tust, aber wenn du mal die Zeit zurückdrehst, ich weiß nicht, von wann war das denn, als es bei dir noch ganz anders war? Naja, nehmen wir doch mal das Beispiel vor 15 Jahren, Andreas. Da war ich Gerüstbaustatiker bei einer Gerüstbaufirma. Da habe ich noch diese schweren Eisenschweine auf den Gerüsten hochgedrückt, Kirchen mit eingerüstet, war überall in Deutschland, Europa unterwegs. Und das war ganz klar ein klassischer Bauberuf. Und nicht, dass das mein Traumberuf war, das ist einfach so entstanden. Meine Eltern haben mich da reingeschubst, meine Freunde waren alles Bauarbeiter früher. Ne? Wir sind so in Handwerksgegend hier im Thüringer Wald, ja, viele Schieferdecker und Häuslebauer und Steinmetze. Naja, und da bin ich halt da so hineingeschubst worden, aber es war nicht wirklich so mein Ding. Aber ich habe den Beruf gelebt, auch zeitweise geliebt, gutes Geld verdient und wirklich auch knappe 10 Jahre da drin geschafft und Häusle gebaut und alles Mögliche. Und naja, ich habe vieles, weiß ich heute, in diesem Beruf kompensiert. Irgendwann habe ich dann den Beruf auch wieder sein gelassen, habe dann meine Modefirma aufgemacht. Da bin ich dann als Kaufmann richtig aufgegangen. Das war dann der Bereich danach, bevor ich durch meine Erkrankung dann Auszeit nehmen musste und dann dieses Gesundheitswissen bekommen habe, das ich heute auch als Beruf ausführe. Aber du, Andreas, bei mir war das so, ich habe den ganzen Tag geschafft, wir hatten ja wenig Pausen, wir mussten da durchziehen und am Abend, da gab's Pizza, da gab's Alkohol, da gab's Süßigkeiten, so das bis 22 Uhr und dann bin ich total befriedigt in mein Bett gefallen und musste ja wieder schon um 6:30 auf der Arbeit sein. Hm. Ja, kenne ich gut, bin ausgezogen von meinen Eltern und ich habe 3 Jahre lang eigentlich nichts anderes außer Fertigpizza gegessen. Mich nicht interessiert. Ja, stimmt. Ich weiß auch welche, aber da dürfen wir wenn nicht drüber sprechen, ja, genau. Ich habe mal eine Variation auch mal eingelegt. Ich habe da mal Käse draufgelegt oder mal ein Spiegelei oder irgend sowas, ja. Aber das hat ja mit Fressattacken also nichts zu tun. Also Fressattacken, also das war jetzt noch weiter zurück, aber also Fressattacken, ich kann zumindest darüber sprechen, dass ich immer, ich habe es glaube ich auch schon an anderer Stelle mal erwähnt, ich habe immer Schokolade, ich bin jetzt irgendwo im Jahr 2009, immer Schokolade in der Schublade drin, ja, also und ja, weil so was Süßes muss immer da sein oder auch abends, ganz normal, habe ich immer so reinpfeifen, auch abends spät, also immer rein damit. André, so eine Tüte Chips und so eine lange Tafelschokolade mit ganzen Nüssen drin, die waren ja glaube ich so 40 Zentimeter lang, diese großen, die Firma wollen wir jetzt mal nicht nennen. Ey, die sind bei mir einfach mal so reingefallen, ja, das war so ein Nebenbeiprodukt. Also ich habe die Schokolade nicht gelutscht oder so, ich habe die richtig gefressen. Ja, ich hatte auch immer Angst, zu wenig zu kriegen beim Essen. Also ich habe immer extra große Portionen gestellt. Diese Angst, nicht satt zu werden oder nicht genug zu kriegen, die war bei mir auch wirklich ständig da. Und das spielt ja irgendwie auch alles damit rein. Denn etwas... Wenn du mich früher gefragt hättest, warum machst du das? Da sage ich, hör mal zu, das ist mein Essen, das ist meine Nahrung. Ich muss doch irgendwas essen und es schmeckt doch gut. Also
ich habe da nie dran gesehen, dass es einen Grund dafür gibt, warum ich das mache und dass ich mir ganz bestimmte Stoffe raussuche, die ich dann aber auch als Nahrung ansehe. Heute sind es für mich andere Füllstoffe vielleicht. Heute sehe ich das ganz anders wie damals, nur da habe ich in einem anderen Leben gesteckt. Ja, ganz genau. Und das geht eben auch vielen so. Ich weiß nicht, wer jetzt hier uns zuhört bei dieser Folge, aber wir haben ja die Folge genannt, die besten Tipps gegen Fressattacken. Und dafür ist es jetzt einmal natürlich wichtig zu sehen, dass wir das natürlich sehr gut kennen. Aber interessant wird es jetzt an der Stelle, dass wir sagen, wir haben das überwunden, beide unabhängig voneinander, diese Phase. Und deshalb ist es natürlich einmal interessant, was kann ich jetzt als Alternativen eben auch wirklich machen, um so Essen da zu ersetzen. Aber noch interessanter ist es eigentlich noch eine Spur tiefer zu gehen und mal zu gucken, wo kommt denn das eigentlich her? Und das ist eigentlich, wenn man das versteht, und da sprechen wir auch gleich drüber, ich glaube, das ist etwas, was wirklich ein Schlüssel ist, um dagegen vorzugehen. Soll ich dir mal sagen, wie man mir mein Leben prophezeit hat als Kind in der Schule, die Prägung unserer Lehrer, des Systems, Wirtschaftsfächer in der Schule? Wenn du Geld hast, bekommst du Anerkennung. Wenn du einen guten Schulabschluss hast, dann bist du jemand. Und der Ziel für mich als Mann ist es natürlich, ein Haus zu bauen, ein Kind zu zeugen, einen Baum zu pflanzen, eine Firma ins Leben zu rufen, viel Geld zu haben und nach außen hin schön dazustehen. Und ich hatte das mit 23 Jahren abgeschlossen. Ja, was war wirklich wahr? Also, Haus, war Garten, Bäume, Kind war ich da gerade am Zeugen. Ne? Das ging alles bei uns Schlag auf Schlag. Und wo ich das dann alles hatte, Andreas, dann habe ich gemerkt, dass das nicht das wahre Leben ist. Und ich habe gemerkt, im Äußeren entstanden, im Äußeren gewachsen, aber im Inneren total leer. Und so habe ich meinen Gerüstbaujob oder auch später meinen Kaufmannjob eigentlich nur gemacht, weil ich damit immer ein richtig gutes Geld verdient habe, mir richtig schöne Autos kaufen konnte, durch diese Anstrengung der Arbeit einen total schönen Körper hatte, der natürlich in der Jugend, natürlich mit den Mädels und so weiter, natürlich auch immer ein Pluspunkt war. Ja, ich auch immer an der frischen Luft, an der Sonne immer schön braun gebrannt war und ich immer dieses Status nach außen zeigen konnte, aber wenn mal einer nach innen geguckt hat, habe ich immer die Scheune dicht gemacht und habe immer keine Frau wirklich nah an mich rangelassen. Ja, und die Frage ist jetzt, wie hängt das denn jetzt bitte mit Fressattacken zusammen? Und wenn ich jetzt bei mir mal gucke, diese Leere irgendwo drin, die habe ich auch gespürt. Also wenn ich in meinem Büro gesessen habe, ich war als Fachinformatiker in einer Softwarefirma und das wurde immer schlimmer. Also ich habe da gesessen und ich habe mich gefühlt wie in einer modernen Sklaverei. Also ich habe es gehasst, meinen Chef fragen zu müssen, ob ich mal etwas früher gehen darf, weil ich irgendeinen Termin hatte. Ich habe es gehasst, nach ständig zu planen zu müssen, wann habe ich Urlaub. Das ist wie so ein moderner Knast, ja. Du sitzt da und muss das tun, was andere dir sagen. Und dadurch entsteht eben diese innere Leere, dieses Gefühl, einfach nicht das leben zu können, was man eigentlich leben will oder das, was im Inneren steckt, überhaupt mal zur Entfaltung zu bringen. Du machst immer das, was andere dir vorgeben und da entsteht eben diese Leere dadurch. Und das ist etwas, was ich dann wirklich einfach aufgefüllt habe durch mein Essen. Aber jetzt nicht irgendwie wissentlich, sondern einfach, das ist etwas, was passiert, ganz automatisch. Und dem Augenblick, wo man sich das mal bewusst macht, das ist für mein Verständnis eigentlich auch so ein Schlüssel, wenn man das erkennt, dass diese Leere eigentlich dasjenige ist, was oftmals durch das Essen dann einfach ausgefüllt wird, dann hat man etwas Grundlegendes verstanden und das ist vielleicht auch die Voraussetzung, um da wirklich auch was gegen zu tun, nicht einfach irgendeine Diät zu machen, wo ich dann abnehme und ein paar Tage später der Jojo-Effekt herkommt und es gleich wieder draufkommt. Das ist dann nicht die Ursache. Weißt du, Andreas, wenn ich damals hätte echt sein können und Seele sein können, dann hätte ich diesen Job damals gleich an den Nagel geschmissen. Ich hätte meine Werkzeuge meinem Chef um die Ohren gehauen und ich habe gesagt, hör mal zu, so wie du in Wertschätzung mit uns Mitarbeitern umgehst, hast du solche qualifizierten Kräfte einfach nicht verdient. Und heute sind wir in einer anderen Zeit, heute gibt es Firmen, die müssen wirklich sich gut darstellen, damit sie überhaupt gute Fachkräfte bekommen in diesem Markt der Fachkräftemangels. Aber bei mir war es damals so, Andreas, meine Seele hat durch mein Lebensverhältnis, in dem ich da so drin steckte, in dem ich gar nicht so bereit war auszusteigen. Ich möchte da nochmal an unseren Podcast erinnern, Podcast Nummer 0 mit dem Frosch im Kochtopf. Ist ja eine ganz entsprechende Anekdote dazu auch. Habe ich vieles mit Nahrung kompensiert oder mit Süchten auch mit Zigaretten und Alkohol. Ja, es geht ja noch weiter als nur Essen, richtig, ja. Richtig, was ich verstecken wollte, was ich gar nicht in meinem Leben bereit war zu verändern, weil ich gesagt habe,
bitte noch so halten. Das würde ja heißen vielleicht, dass ich meinen Job, brauche ich einen neuen Job und wer weiß, ob mir der gefällt und so weiter. Also habe ich das Leben erstmal so angenommen und irgendwie haben es die Produkte, die ich konsumiert habe, geschafft, das weiter anzunehmen. Das ist total verrückt. Ja, das ist wirklich verrückt, ja. Aber das Krasse ist ja wirklich, dass man es in dem Augenblick gar nicht wirklich so wahrnimmt. Also es ist ja wie so umnebelt. Man lebt so sein Leben vor sich hin, ist im Gefängnis, kommt da eigentlich auch so ohne weiteres gar nicht raus. Aber der Punkt, wo es bei mir dann eben doch geknackt hat, wo ich dann rausgekommen bin, war dann eben meine gesundheitlichen Probleme, die mich dazu gebracht haben, meine Ernährung zu ändern. Ich wurde quasi gezwungen, was zu tun, sonst wäre ich vor die Hunde gegangen, sonst würde ich heute nicht mehr hier sitzen. Und das geht jedem so. Ja. Früher oder später kommen wir alle an die Schranke der Wahrheit und müssen uns zu uns selbst führen. Wir müssen also erkennen, was die Fehler sind und diese umstellen, weil sonst werden wir diese Erde ganz schnell wieder verlassen. Genau. Ja, lass uns doch mal ein bisschen drüber sprechen, was jetzt so konkrete Tipps sind. Also wenn ich mich jetzt reinversetze, ich höre mir jetzt den Podcast an und habe jetzt, ich kenne das ja sehr gut, wovon die beiden Jungs da sprechen, ist auch alles gut und schön, aber was kann ich jetzt bitte mal ganz konkret tun? Weil ich bin jetzt angestellt, ich kann nicht von heute auf morgen mein Leben verändern. Also das kann man langfristig machen, aber ich will auch ein paar kurzfristige Tipps haben. Also was kann ich denn jetzt tun, um gegen jetzt habe ich gerade schon eine Sache gerade schon genannt, hoppla. Also was kann ich tun, um gegen Fressattacken vorzugehen? Ich möchte da noch eine kleine Information mal vorweg mitgeben, dass man sich das bildlich vorstellen kann, Andreas. Ich habe eine Kundin, die kommt zu uns nach Haselbach in den Kurs und sie macht in der Anamnese, in der Begrüßungsrunde, sagt sie, ja, ich bin meinetwegen die Paula und ich habe verschiedene Laster, ich esse unheimlich viel Schokolade, ich fühle mich vielleicht auch viel zu dick und ich habe sehr viel Säure, Sodbrennen und so weiter. Und dann sage ich, was ist denn du so? Und dann sagt sie, naja, wenn ich von der Arbeit heimkomme, da esse ich halt viel Schokolade und mache Pizza oder Lasagne und sehr viel Nudeln und sehr viel Kochkost und so weiter. Und ich will das ja mal gar nicht essen, aber ich brauche das. Und wenn wir dann in diesem Gespräch weitersprechen, dann fängt sie meistens dann auch an, eine Emotion zu zeigen oder sie heult dann auch, wenn ich sage, wie ist denn so dein Leben? Was machst du für eine Arbeit? Machst du die gerne? Wie ist denn deine Beziehung, deine Partnerschaft? Kriegst du da sehr viel Liebe und Wertschätzung? Hast du denn auch die Wertschätzung auf deiner Arbeit? Gönnst du dir Pausen, erholsame Zeiten, dich zu regenerieren? Hast du Zeit, Yoga zu machen oder Atempausen? Wie viel Leid ist in deinem Leben? Wie ist die Beziehung zu deinen Eltern? Hast du ein Thema mit deinem Papa, mit deiner Mama oder seid ihr in Familie wirklich in Liebe und ihr wertschätzt euch und so weiter, ne? Und da merkt man, dass ganz schnell so Themen ausbrechen, sagt sie, nee, mit meinem Vater bin ich gerade total verstritten, mit meinem Partner, der macht schon alleine Urlaub, da versteht man sich richtig, auf der Arbeit nur noch Überstunden und zu wenig Geld und keine Wertschätzung. Und dann sage ich, und könntest du dir vorstellen, dass das die Ursache ist, dass du diese Nahrung auswählst? Da guckt sie mich an und sagte, wie ich das meine. Und da sage ich, naja, es entsteht ja ein Negativfeld durch diese ganzen Emotionen und diese Negativfelder, die du in dir spürst, brauchen entsprechend wie ein Magnetfeld ein Gleichnis dieser an Nahrung, die du nach innen führen kannst. Das heißt, du bist so gestresst, kommst von der Arbeit heim und plötzlich kommst du in die Ruhe und da entlädt sich der Stress und du musst den irgendwie kompensieren. Und Stress lässt sich nicht mit einem Smoothie kompensieren, aber Stress lässt sich mit einem Nougat-Riegel kompensieren. Da kommt Zucker rein, da kommt Säure rein und da entspannt sich die Seele. Und da fängt sie an, so ein bisschen an so Schräubchen zu drehen und das zu beliebäugeln. Und wenn sie dann so eine Entgiftung durch hat, als Beispiel, ist sie danach ganz, ganz feinstofflich, isst dann vielleicht mal wieder so ein Nougat-Riegel und sagt dann, Florian, der schmeckt mir gar nicht mehr. Und dann sage ich, wieso schmeckt dir der jetzt auf einmal nicht mehr? Du, der ist mir viel zu süß, ich merke richtig die Reizung und ich würde lieber was viel Einfacheres essen. Ich würde viel lieber was Einfacheres essen und würde mich da drin dann gesünder entspannen. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also Entgiftungskur beschleunigt das Ganze natürlich. Also ich habe am Anfang vielleicht unbewusst bei mir entgiftet. Ich habe also meine Ernährung umgestellt auf Rohkost und habe quasi einfach angefangen, ungesunde Sachen rauszuschmeißen, einfach weil ich es nicht mehr essen konnte. Es war einfach so, dass ich nicht mehr vertragen habe. Ja. Aber das war genau der Effekt, der eingetreten ist, den sich vielleicht auch viele gar nicht vorstellen können, mir schmeckt Schokolade nicht mehr. Als kleines Beispiel, ich war jetzt vor ein paar Tagen essen, geschäftlich unterwegs und ich kann es mal verraten, wir haben uns eine Location angeguckt, Ende des Jahres wird das erste Grün und Gesund Live-Konferenz stattfinden, da sind wir gerade auf einer Suche, wo das Ganze stattfinden soll. Naja, waren wir also unterwegs essen und da gab es dann zum Nachtisch
plötzlich gratis auf Kosten des Hauses so ein Stück Kuchen da auf den Tisch gestellt. Ich sage, na, ich esse eigentlich keinen Kuchen, aber ich habe dann mal irgendwie probiert. Ich wollte mal gucken, was das jetzt da ist, ja. Boah, mich hat's ja fast weggerissen. Das war so unfassbar süß. Ich habe es fast wieder ausgespuckt. Es ging überhaupt nicht, ja. Boah, aber das sind Sachen, die esse ich einfach gar nicht mehr. In solchen Augenblicken merke ich das und alleine die tun sich das rein. Was hast du denn? Schmeckt doch gut, ja. Also das ist dieses Feinstoffliche und da wird mir in so einem Augenblick erstmal bewusst, was das für einen Unterschied ausmacht und wie abgestumpft man letztlich auch durch die Ernährung wird, durch Chips, Zucker, Salz und so weiter. Es gibt ja Unmengen von Stoffen in der Ernährung drin und das ist, finde ich, wirklich krass, das dann nochmal so ins Leben, weil man es sich erstmal so gar nicht vorstellen kann. Aber wenn man dann da drin steckt, merkt man, dass der Körper wirklich ganz fein ist eigentlich und sehr sensibel und man echt viel differenzierter die Sachen auch wahrnehmen kann. Nicht einfach nur so platt alles mit Zucker, wirklich platt walzt, geschmacklich. So, das heißt, wenn wir dem nachfühlen können und wenn wir das auch irgendwo mal in unserem Leben spiegeln können, dann heißt es eigentlich, dass der Körper unter Negativinformationen dazu kommt, auch Negativprodukte zu konsumieren. Ja, da kommen wir dazu. Auf jeden Fall. Ist echt spannend. Ich tue das, was ich nicht will, das tue ich. Und das, was ich will, das tue ich nicht. Steht schon in der Bibel drin, ja. Also und das ist eigentlich das Verrückte an der Stelle, ja. Dass wir da an dieser Stelle hinkommen. Also wie kommen wir raus? Lass uns doch mal ein paar Sachen aufzählen, wie wir da rauskommen. Also Entgiftung, hast du gerade gesagt, ist schon mal eine Möglichkeit. Die ist sicherlich gut und auch sehr tiefgreifend. Das ganze Bewusstwerden ist auch ein wichtiger Schritt. Was kann ich noch tun, um die Kurve zu kommen? Ich habe es eben schon mal ganz kurz so halb ausgesprochen. Also Bitterstoffe sind eine schöne Sache, die uns helfen, wenn solche Fressattacken aufkommen, für den Moment was dagegen zu tun. Warum? Na Moment, Andreas, gehen wir doch einfach mal noch einen Schritt weiter zurück. Wenn Paula dieses Problem hat, dann sagt sie, ja, Florian Sauer, hört sich ja alles schön und gut an, aber ich kann ja nicht nach dem Kurs jetzt hier einfach nach Hause fahren, meinen Chef die Kündigung hinschmeißen, meinen Partner rausschmeißen, der eigentlich nur noch Fußball guckt und am Tisch sitzt und ich muss das Essen machen. Ich kann auch nicht schnell den Ort wechseln, weil ich vielleicht in einer Neubauwohnung mit einem Block wohne und ich mich da gar nicht wohlfühle, sondern es geht eher darum, Paula sagt, kann ich denn nicht dann erstmal was in meinem Essenverhalten umstellen, was mich genauso befriedigt, aber erstmal gesunde Nahrung ist? Das wäre doch erstmal der erste wichtigste Schritt. Genau. Und da könnte man sagen, Paula, du musst nicht deine Industrieschokolade essen, wo Zucker ist, der deine Zellen zerfrisst und deine Muskeln zersetzt. Du kannst zum Beispiel deine Schokolade erstmal in Rohkostschokolade umtauschen. Da gibt es ja so viele Anbieter mittlerweile im Bioladen. Ich möchte auch gerne mal eine Firma nennen, denn meine liebste Rohkostschokolade ist die Panna Chocolate, die wir aus Australien importieren. Das ist so neben der Omba und die Panna Chocolate so mein absoluter Favorit. Ja, die zum Beispiel, die Minz, die finde ich ganz lecker, aber auch die Zimt und die Sauerkirschvanille. Also alle, die den Podcast auf YouTube gucken, die können jetzt mal gucken. Ich halte sie nämlich gerade in die Kamera. Also Pana Kakao heißt die und die ist sehr, sehr lecker, wirklich. Genau. Und jeder, der die konsumiert, der weiß, dass er sie gar nicht aufessen muss. Der isst 1-2 Stück, die werden gelutscht und er erfährt die gleiche Befriedigung, die er früher hatte von diesem riesen Stück Zuckerblock. Und das ist ja schon mal ein Unterschied. Dadurch kriegt man schon mal mit, dass es Energie gibt, die einen auch befriedigt, aber auch Nährstoffe enthält. Und das muss ich Paula erstmal erklären. Ich sage, Paula, du kannst ja ganz viele Sachen essen, um dich auch zu befriedigen. Aber wenn du es schaffst, daraus Nährstoffe entstehen zu lassen, die dir auch Energie bringen, dann entstehen auch Lösungsfelder, die dir die Möglichkeit bieten, etwas umzustellen. Das heißt, aus deinem Industrieeis wird ein Rohkosteis. Das kannst du dir mit gecrushtem Eis, ein paar frischen Erdbeeren, Nussmehl, kannst du ganz schnell Eiscreme machen. Und davon kannst du becherweise essen. Ja. Dieses Umstellen, das ist ja tatsächlich so, ne? Also in dem Augenblick, wo ich angefangen habe, meine Ernährung umzustellen, das war der Augenblick, wo ich plötzlich eine Lösung oder dieser Wunsch, eine Veränderung einzuleiten, auch immer größer wurde und wo ich auch plötzlich dann Möglichkeiten bekommen habe und auch die Kraft dafür hatte, was umzusetzen. Aber erst ab dem Augenblick, wo ich wirklich andere Ernährung in mich reingesteckt habe, ab dem Augenblick ging das los. Das war wie der Schleier, der sich gelichtet hat und plötzlich brauchte ich weniger Schlaf. Plötzlich bin Bücher vertieft. Es haben sich Wege geöffnet und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es hat sich da was getan. So, und jetzt haben wir einmal schon genannt. Also Schokolade habe ich auch damals. Die Paula bin ja eigentlich ich, ja. man stellt immer gerne jemanden davor. Wo ich diese Rohkostschokolade entdeckt habe, da war das für mich erstmal
ein unglaublicher Spaß, weil ich habe ungefähr nur ein Drittel so viel gegessen wie früher, hatte aber die gleiche Befriedigung. Und dann habe ich geguckt, wie kann ich denn auch Chips umstellen? Dann habe ich Grünkohlchips, habe ich mir einen Trockenofen gekauft. Habe Grünkohlchips, also Grünkohl mariniert, richtig gerne auch mit Ananas, was ich entsaftet habe oder gemixt habe mit Banane. Da kam da ein bisschen Mandelpüree rein, Gewürze dazu, habe die glasiert, habe die getrocknet und ich habe Eimer davon gegessen. Das war eine super Umstellung, um von den fetten Chips wegzukommen. Andreas, Alkohol könnte man zum Beispiel austauschen, weil Alkohol trinkt man eigentlich nur, wenn man sehr viel leidet. Warum? Weil Alkohol ja erstmal die Nerven betäubt, also die Wahrnehmung betäubt. Das ist, und ganz klar, ist Betäubung, ne? Betäubung. Weil ja auch Alkohol das Blut verdünnt. Im ersten Augenblick erstmal werden wir ein bisschen euphorisch, ein bisschen locker und hinten raus kommt das dicke Ende dann, genau. Aber es betäubt, so, definitiv, ja. Da gibt es doch von der Firma Sojana aus der Schweiz, gibt es diesen Rohkostchampagner, dieses Ski. Ski, und lecker, lecker, lecker. Aber auch ganz schön süß. Aber ja, aber Ski steht für Energie und das ist ja so wie ein Rejuvalek, wie ein Kombucha, fermentiert. Also da ist kein Fruchtzucker mehr drin. Und dieser Sprudel, und das schmeckt wie Sekt. Und damit stoßen wir zum Beispiel mal Weihnachten an. Und damit konnte ich sozusagen mein Bier am Abend kompensieren, weil ich ja immer so einen Sprudel gebraucht habe. Immer was auch zum Rübsen und zum Entgasen und so weiter. Ne, womit man sich in die Couch legen kann, auch beim Fernsehen und so weiter. Und dieses Ski, das gibt's ja in Wurzel, Früchte und Blütenski. Das war erstmal für mich so ein super Ersatzstoff. Ja. Ja, also bei mir war das Bier eigentlich nie ein Thema, weil ich es getrunken habe, ich sofort Blähung gekriegt. Also von daher, und ich bin total müde geworden und eingeschlafen, was dann eben auf die Fehlbesiedlung im Darm auch hinweist. Aber das ist natürlich eine gute Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Also das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, unser Essen, die Qualität des Essens umzustellen, um davon wegzukommen, uns einfach nur, sag mal, zu füllen. Ja, einfach nur mit Zeug zu füllen, wirklich, mit leeren Kohlenhydraten, sondern das Ganze umzudrehen. Und die Zellen mal wirklich zu nähren und dann kommt genau dieser Effekt, dass ich gar nicht mehr so viel brauche. Genau. Das Problem ist eigentlich, das System macht aus uns Maschinen. Und Maschinen brauchen ständig Kraftstoffe. Und wir Menschen, wir sind ja eigentlich gar keine Maschinen, wir sind Lebewesen. Und man macht uns zu Maschinen durch Kohlenhydrate. Und deswegen ist 80% der angebotenen Lebensmittel da draußen auch Kohlenhydrate, weil wir durch diesen Zucker und durch diese Stärke, die da entsteht, in der Verstoffwechselung in Brennenergie gehen. Aber wenn da keine Nährstoffe drin sind, die uns nachhaltig auch dafür sorgen, dass diese Stoffwechselnebenprodukte auch ausgeleitet werden, entstehen zu viel Säuren und wir versäuern im Stress. Und das ist das Problem, dass wir dann immer schlechter essen. Wenn wir aber uns dessen bewusst werden und dann aber Nahrung finden mit Nährstoffen, dann können wir Leistung bringen, wir können uns auch befriedigen, aber wir bleiben auch gesund und auch in der Seele und auch in der Psyche. Und deswegen ist die Nahrung nach Nährstoffen natürlich eine ganz wichtige Sache. Ja, und an der Stelle können wir jetzt wirklich mal die Bitterstoffe bringen, denn die sind jetzt ganz, kommen sie. Ganz, ganz tolle Möglichkeit, diese Fressattacke, wenn sie denn da ist, auch mal zu stoppen. Denn in der Bitterstoffen, so sagt ja schon der Begriff, sind sehr, sehr viele Bitterstoffe eben auch drin. Und manch einer guckt dann sehr abenteuerlich, wenn er das erste Mal in den Mund tut, diese Bitterstoffe. Aber der Körper, der freut sich ja eigentlich darüber, wenn er die Sachen bekommt. Und das merkt man dann auch, wenn man sie länger mal sie einnimmt. Weil irgendwann merkt man diesen Bittereffekt gar nicht mehr, sondern man sagt eher so, oh, lecker, süß. Ich habe die ja auch sehr, sehr häufig hier bei mir immer stehen. Und ich finde die einfach super lecker und eine tolle Möglichkeit. Und ja, damit kann man tatsächlich also so eine Fressattacke auch ganz gut stoppen oder unterbinden, naja, oder Andreas, ablindern. Du hast doch damals auch mit einer Ernährungsumstellung auch begonnen, oder? Ja, genau. Ne? Hat nicht deine Frau dir damals einen braunen Smoothie irgendwo gestellt oder wie war das? Na, das war halt so, dass auf der Suche nach Alternativen, weil ich ja so viele Dinge nicht mehr vertragen habe, ich habe diesen IgG-Test gemacht, der mir dann irgendwie 70 Sachen von 300 ausgespuckt hat, auf die ich reagiert habe, die ich jetzt weglassen sollte. Und dann stand ich plötzlich da, weil ich gemerkt habe, wenn ich die weglasse, geht es mir tatsächlich besser. Aber auf der anderen Seite, ich wusste doch nicht mehr, was ich essen sollte. Und dann in den Bioläden habe ich dann überall hier rumgeguckt, mal geguckt, was ist alles drin und was darf ich nicht mehr. Und da blieb mir fast nichts mehr übrig. Und da kamen mir die grünen Smoothies in die Quere und man hat dann dieses Heftchen mitgebracht, das der da auslegen hatte in dem Bioladen. Und dann hat meine Frau den ersten grünen Smoothie gemixt und mir hingehalten unter die Nase. So, Andreas. Und meine Mama, die hat mir zu Weihnachten so ein Vitamix geschenkt, so eine Hochleistungsmaschine und das Buch von der Victoria Budenko, das habe ich durchgelesen. Da hat meine Mama gesagt, du, wenn du das machst mit den Wildkräutern, dann kriegst du auch deine ganzen Probleme in den Griff. Und es war wirklich so. Durch diese Ernährungsumstellung, ich habe natürlich noch andere Sachen verändert, habe ich mehr Bitterstoffe zu mir genommen. Und durch diese Bitterstoffe sind diese süßen, pikanten Sachen für mich so unattraktiv geworden.
Ja, und das ist doch wirklich etwas, wo man jetzt mal auch einen wirklich handfesten, einfachen Tipp hat, wie man dagegen vorgehen kann. Hast du sonst noch einen einfachen Tipp, wo du sagst, ja, wenn diese Attacke kommt, das mach doch mal, das hilft dir. Sofort. Ja, bei mir war es so, ich war ja damals am Starnberger See beim Dr. Switzer, dem Rohkostarzt, und der hat zu mir gesagt, Florian, du brauchst eine Rohkosttherapie, du kriegst deine Pilze nicht weg, du kriegst deinen Morbus Crohn, deine Darmentzündung nicht weg, du musst mal 1 bis 2 Jahre 100% Rohkost machen. Das hört sich vielleicht für den einen jetzt unglaublich schrecklich an, aber Rohkost heißt ja nicht nur rote Beete zu essen. Nein, aber das hat mir unglaublich geholfen, also musste ich mich nicht mehr mit Brötchen befriedigen, sondern ich habe einfach mehr Nüsse kompensiert. Ich habe diese 2 Hände voll Nüsse pro Tag gegessen und es hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, auch mal am Abend da mich mit einer Tüte eingeweichter Mandeln hinzusetzen. Das hat mich befriedigt, wo ich früher ganz viel Scheiß in mich hineingestopft habe. Ja. Ja, Rohkost habe ich auch sehr, sehr lange durchgezogen und das hat bei mir dazu geführt, dass ich über 20 Kilo abgenommen habe. Also meine Mutter hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Andreas, wie siehst du denn aus? Ich habe mich teilweise wirklich selber erschreckt, weil das so schnell ging. Ich habe in den Spiegel geguckt, aber der Körper hat einfach diese Gelegenheit genutzt und einfach ganz viel Scheiß rausgeschmissen, bevor es dann nachher gewichtsmäßig wieder ein bisschen hochgegangen ist, wobei ich dann auch irgendwann auch aufgehört habe, 100% Rohkost zu leben. Aber das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Mittel, um dagegen vorzugehen, einfach mal diesen ganzen Murks wegzulassen. Aber es ist natürlich auch eine echte Herausforderung und ich glaube, es ist auch viele das gar nicht einfach so schaffen, weil es auch so eine krasse Suchtfaktor hat. Zucker ist so ein heftiger Suchtfaktor. Du kannst nicht einfach mal sagen, ich lasse das jetzt weg von heute auf morgen. Das wird vielleicht schwierig. Es geht eigentlich gar nicht um den Zucker. Es geht darum, der Körper hat durch den Mangel in allen Bereichen ein Verlustthema und er braucht Energie, er braucht Nährstoffe und er sieht den Zucker und die Kohlenhydrate als Energielieferant. Man merkt es ja auch, ne? Insulinverstoffwechslung, Adrenalin, Herz-Kreislauf fährt hoch, sobald Zucker, Reis, Stärke, Kartoffeln kommt, geht alles in Aktion. Aber wir verbrauchen uns dadurch. Und so eine alte Oma in Haselbach in unserer Kaufhalle hat zu mir immer gesagt, dass er abends immer nur Suppen isst. Und da sage ich, warum denn Suppen? Und da sagt sie, weil Suppen gesund sind, Suppen geben einen alles, was man braucht und am Abend soll man nichts Schweres mehr essen, der Körper braucht keine Nährstoffe am Abend. Und da habe ich mir am Abend mal so eine Genmaiso, so eine fermentierte Sojasuppe gemacht, ne? Da gibt es ja fermentierte Gerste und Weizen und so weiter. Oder das Reismiso, was mir immer schmeckt. Und habe ich mir einfach so ein bisschen Miso-Paste genommen, mit heißem Wasser aufgegossen und habe mir dann so ein bisschen Gemüse da reingeschnippelt, was natürlich roh war, und habe das gegessen und war total befriedigt. Und erst später habe ich von den 12 Mineralsalzen erfahren, dass der Körper sozusagen im Alltag immer diese Mineralsalze braucht, um da drin so befriedigt zu sein. Und dann habe ich abends immer in meiner Wollust eine Suppe gegessen. Und es war ganz spannend, weil ich tagsüber zu wenig getrunken habe, hat diese Suppe mich voll und ganz befriedigt. Ich habe da drin aber gar keinen Zucker gehabt. Ich hatte keine Kohlenhydrate da drin. Das waren einfach immer nur Gemüsebrühen oder Miso-Suppen oder Algensuppen oder mal eine Brokkolisuppe, mal eine Möhrensuppe, mal so eine Tomatensuppe oder eine Champignonsuppe, die ich mir immer mit einem Mixer frisch aufgemixt habe und nie über 50 Grad erhitzt habe. Und es hat mich total befriedigt. Und da bin ich in eine andere Objektivität gekommen. Mhm. Ja, und damit sind wir wirklich bei dem Punkt, dass wir, wenn wir uns mit Nährstoffen versorgen, unsere Zellen wirklich die Stoffe geben, die sie auch brauchen, dass wir dann auf einer ganz anderen Ebene satt werden. Weil sonst, wir kennen das einfach nur satt, weil mein Bauch voll ist. Aber es gibt eine andere Form des Sattseins. Man sagt ja, was ich, zelluläre Sättigung dazu und etwas, was ich vorher auch gar nicht kannte. Und wenn du jetzt wirklich dahergehst und qualitativ hochwertige Nahrung zu dir nimmst, die viele Nährstoffe enthält, die noch roh ist, wirst du diesen Wandel auch früher oder später erfahren. Ja? Also, Andreas, vielleicht können wir ja zu diesem Thema mal extra einen Podcast machen, der das Thema mal wirklich so aufgreift in Nährstoffen und Füllstoffen, was da eigentlich der Unterschied ist. Machen wir. Aber es geht eigentlich darum, wenn ich eine mineralreiche, basische Ernährung habe, die mich auch befriedigt in Form von Energie, in Form von Mineralien, dann kann ich damit viel mehr Gutes kompensieren und auch in Veränderung gehen. Aber es gehört im Seelischen auch, finde ich, genauso dazu. Ich habe damals zum Beispiel auf der Yoga-Casa El Morisco angefangen, Yoga zu machen. Ich wollte eigentlich nur Urlaub machen, dann habe ich mich total verbucht, war es eine Yoga-Casa. Da bin ich in Berührung gekommen mit Yoga-Meditationen. Und das hat mir so gut getan, wieder bei mir anzukommen, wer ich eigentlich wirklich bin. Und dadurch war ich auch in der Lage, meine Probleme zu sehen und diese auch zu verändern. Also ich habe Yoga mit eingebaut, Meditation mit eingebaut, da ist der Stress runtergegangen. Dann kam da so ein Qigong-Lehrer, der hat mir Atemtechniken beigebracht.
Da habe ich unglaublich viel Kraft bekommen, auch mal mein Leid anzugehen oder mich auch mal darin zu entspannen und mir kleine Ziele zu stecken und nicht gleich immer alles mit 180 zu wollen, weißt du? Ja. Also wir merken, das hängt alles zusammen. Es ist nicht, man kann das nicht einfach ein Thema rauslösen, genau wie es bei Krankheitsfeldern ist. Man kann nicht einfach nur ein Auge, ein Ohr oder ein Organ rausgreifen. Es hängt alles zusammen. Alles spielt ineinander rein. Und wenn man das auch versteht, ist das auch schön zu sehen, dass es nicht einfach reicht, einfach jetzt ein Lebensmittel auszutauschen und bam, ist das Problem weg. Oft sitzen die Probleme viel, viel tiefer. Und da haben wir jetzt auch eine ganze Menge Informationen und Hintergrundwissen jetzt bekommen, was man denn da alles machen kann. Mhm. Und ich habe früher ganz krasse Sachen gemacht. Ich bin abends um 22 Uhr in Restaurants rein und habe die Leute, die da so ein Syntaki-Spezial beim Griechen gegessen haben mit so Fleischmengen, habe die immer gefragt, was sie heute so gemacht haben. Ne? Also so mal ins Gespräch gekommen. Und alle haben mir berichtet, ja, jetzt sitzen wir hier, jetzt so schön soziale Kontakte und alles toll, ja. Aber eigentlich steht dahinter, sie hatten einen total anstrengenden, beschissenen Tag mit viel Leid und kompensieren eigentlich nur dieses Thema. Ja. Richtig, das ist oft, ne? Also Leid wird durch Essen kompensiert. Und dass das oft eben zu Problemen führt, das haben wir beide an eigenem Leib festgestellt. Und was wir dagegen machen können, sind wir heute auch, finde ich, ganz schön tief reingegangen in die Thematik. Vielleicht auch ganz anders als man es erstmal so kennt. Ja? Keine platten Tipps, sondern wirklich mal ein bisschen in die Tiefe gegangen. Und das macht die Sache doch wirklich ganz interessant. Und ich hoffe, das hat dir als Zuhörer jetzt auch ein bisschen was gebracht, mal ein bisschen mehr zu erfahren, wie das bei uns so war. Und vielleicht mal eine ganz andere Form von Tipps zu bekommen. Ja, also wir machen mal eine Folge zum Thema Nährstoffe, Füllstoffe, leere Kohlenhydrate und so weiter. Da gehen wir ein bisschen weiter rein. Ja. Für heute würde ich sagen, war es das aber jetzt erstmal. Und ja, wir freuen uns wie immer, wenn du auch beim nächsten Mal mit dabei bist bei der nächsten Folge. Das Ganze gibt es wie immer zum Nachlesen auf grünundgesund.de. Das sind die sogenannten Shownotes. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Andreas Paffrath und Florian Sauer. Bis dahin, wir hören uns. Ciao.